Ja, auch von meiner Seite schönen guten Tag. Wenn man so eine Anfrage für eine Präsentation oder einen Vortrag funktionieren, ne? Ich habe Für eine kein Sound. Präsentation oder einen Vortrag so im Rahmen eines Symposiums bekommt, weiß man ja in der Regel nie so ganz genau, in welchem Kontext man dann da so steht. Da weiß ich jetzt ein bisschen mehr, weil ich in den Ich habe letzten kein paar Sound. Tagen ja auch schon verfolgen konnte, um was es geht. Und habe mich dann jetzt eben gefragt, was bildet So so die die Klammer letzten Endes dessen, was ich jetzt hier erzähle, zu dem, was Sie schon gehört haben und was möglicherweise noch kommt. Es wird hier, das ist ja auch Thema, über Transfer gesprochen, über Transferprojekte und über Dinge und Anlässe, wo Studierende Wissen transferieren. Die Klammer, die es bilden kann zu dem, was ich jetzt erzähle, ist vermutlich die Frage oder die Feststellung, Transfer muss man ja auch können. Also ist Transfer irgendwas, was man automatisch macht, wenn man nur die richtigen Dinge zur Verfügung hat, oder muss man das auch einüben? Also einmal die Frage, wie erlernt man eigentlich Transfer? Dann der zweite Aspekt, der möglicherweise einen Zusammenhang bilden kann zu dem, was Sie schon gehört haben, ist der, dass wir bislang ja immer sehr eigene Projekte vorgestellt bekommen haben. Also es wurden besondere Projekte kreiert, damit Transfer trainiert werden kann. Das, was ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, eröffnet vielleicht auch die Möglichkeiten, Transferanlässe auch im, sage ich mal, Anführungsstrichen, normalen Studium zu haben. Dass also Transfererfahrungen nicht nur in so exklusiv dafür designten Projekten stattfindet, sondern auch im regulären Studium. Und dann grundsätzlich, wo ich herkomme, das ist Transfer im Kontext der beruflichen Orientierung. Das ist auch der Ansatz, vor dem wir uns quasi im Career Service und in der Uni Münster in dem Kontext mit Transfer beschäftigen. Und da haben wir eben gemerkt, dass die Studierenden häufig eine Vorstellung vom Studium haben, was sehr konkret verknüpft ist mit einem klaren Berufsbild. Und in dem Sinne spielt Transfer dann auch eine Rolle, nämlich die Frage, was ist Praxis, was ist Transfer und mit welchen Vorstellungen verknüpfen Studierende diese beiden Konzepte. Als ich hier mich vorbereitet habe auf diese Präsentation, habe ich gedacht, wer weiß, da sitzen wahrscheinlich Leute, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Transfer haben. Aber sagen wir mal, diese Differenzierung zwischen Technologietransfer und den anderen Transferkonzepten, die es gibt, sind ja schon gemacht worden. Also da scheint es hier schon ein relativ starkes Grundverständnis zu geben, dass wir im Moment halt über den Transfer im Bereich der Lehre sprechen. Wir arbeiten mit einer Definition, die Transfer so beschreibt. Nämlich Transfer bedeutet die erfolgreiche Anwendung des zuvor angeeigneten Wissens bzw. der erworbenen Fähigkeiten im Rahmen, und jetzt finde ich, kommt das Wichtige, einer neuen in der Situation der Wissens- bzw. Fertigkeitsaneignung noch nicht ersichtlichen Anforderungen. Und das ist jetzt eine Definition aus der Lernpsychologie. Ja, in dem Kontext steht natürlich auch dann die Frage, was bedeutet Transfer zu beruflichen Anwendungskontexten? Aber jetzt gucke ich mal, ob das kleine Licht funktioniert. Doch, ja. Diese quasi die neuen Situationen und die Situationen, die in der Wissens- und Fertigkeitsaneignung noch nicht klar erkennbar sind oder noch nicht definiert werden können, ist meiner Ansicht nach ein wesentliches Merkmal auch universitärer Lehre, mit dem aber unsere Studierenden, und wir arbeiten halt im Rahmen unserer eigenen Veranstaltungen halt mit sehr vielen Studierenden, von vielen Studierenden als beunruhigend empfunden wird. Etwas zu lernen, von dem sie nicht so wirklich wissen, wohin führt denn das, wo kann ich denn das anwenden? Und in dem Kontext spielt meiner Ansicht nach der Begriff von Transfer und Praxis eine große Rolle, um bei Studierenden das Verständnis dafür auch zu verstärken. Ja, ich habe ja wir haben gestern in einer Arbeitsgruppe über Plain Texts gesprochen und dann habe ich so gedacht, naja, mein Titel ist ja auch mal wieder eher etwas sperrig, so, ne? Aber letzten Endes ist es einfach die Frage, was macht Studium eigentlich aus? Was unterscheidet Studium vielleicht auch von anderen Ausbildungs- und Qualifikationsformen? Und da habe ich habe es ja auch als Frage formuliert, eben mal als Thema genommen, ist denn Transferpotenzial vielleicht etwas, was gerade das Hochschulstudium auszeichnet? Und jetzt kommt eine etwas volle Grafik, muss sie aber jetzt nicht quasi beunruhigen, weil ich da ganz kurz was zu sage. Wenn man sagt, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal eines von irgendetwas?
dann macht es ja immer Sinn zu gucken, im Verhältnis zu was ist es denn ein Alleinstellungsmerkmal? Und ich habe mir das mal angeguckt im Verhältnis zu Berufsausbildung. Und das habe ich deshalb getan, weil wir erleben, wenn wir Studierende fragen, und das machen wir regelmäßig, warum haben sie sich eigentlich für ein Hochschulstudium entschieden? Oder was waren so ihre Kriterien? Sie hätten ja nach dem Abitur, sage ich jetzt mal, auch in eine Berufsausbildung gehen können. Dann wird bei sehr, sehr vielen deutlich, dass sie eigentlich gar keine große Unterscheidung benennen können. Sie sagen dann zwar, in der Berufsausbildung habe ich feste Arbeitszeiten und kriege auch Geld, aber was quasi der inhaltliche Unterschied ist, können sie in der Regel sehr schwer benennen. Und wenn man dann etwas weiter fragt, wird häufig deutlich, dass sie sagen, ja, ich erwarte schon, dass auch am Ende meines Studiums ein Berufsbild steht. Und dann habe ich das mal so ein bisschen sortiert. Und da gibt es natürlich wesentliche Unterschiede. Beim Beruf ist es halt so, das Berufsbild, und da muss ich jetzt mal eine Einschränkung machen, ich bin auch intensiv im Austausch mit Leuten aus der Berufsbildung und die hauen mir das immer so ein bisschen um die Ohren, weil sie sagen, damit schreibst du die Unterschiede zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung fest. Das gebe ich nur mal so rein. Das kann man natürlich ganz differenziert auch noch diskutieren. Und es gibt natürlich auch in der Berufsbildung Dinge, die Transferanteile haben und so. Das will ich nur der Vollständigkeit halber sagen, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt. Aber im Kern, bei allem, was ich weiß und was ich gelesen habe, stellt sich doch der Unterschied heraus, dass in der Berufsbildung, in der Ausbildung, das Berufsbild als quasi Matrize eine große Rolle spielt und die Anforderungen, die in diesem Beruf relevant sind, werden aufgenommen in die Ausbildung für diesen Beruf. Es ist ein kollektiver Prozess und die Inhalte führen zur Berufsausbildung und die Berufsausbildung führt wieder zum Berufsbild oder zum Beruf. Und es ist doch sehr stark geprägt dadurch, dass bekannte Fragestellungen, bekannte Problemlösungsstrategien eingeübt werden. Ich hatte hier unten eine ganze Zeit lang mal Routine stehen und das habe ich dann aus den Diskussionen oder auf dem Hintergrund der Diskussion mit der Berufsbildung dann mal rausgenommen und habe jetzt den Begriff gewählt, den auch der Wissenschaftsrat für die Unterscheidung benutzt. Und sagt nämlich, Berufsausbildung ist berufspraktisch anwendungsorientiert. Ich würde den Routinebegriff aber trotzdem wieder mit reinnehmen auf eine ganz wertschätzende Art und Weise, weil hohe Routine führt zu Fehlerminimierung, führt zu Präzision, führt zu Schnelligkeit. Alles Dinge, die hochrelevant sind. Und ich sage immer, jemand, der das Flugzeug wartet, in dem ich morgen nach New York fliege, da möchte ich nicht, dass der innovative Ansätze ausprobiert, ne? Sondern da möchte ich, dass er präzise Routine kennt und ganz genau weiß, welche Schraube er wo reindreht. Gut, und dann haben wir auf der anderen Seite das universitäre Studium. Wenn man sich dann anguckt, wie hängt da eigentlich der Zugang zum Beruf zusammen mit den Inhalten des Studiums, dann sieht man, dass, und da muss man jetzt vielleicht unterscheiden, Studium an der Uni, wissen wir ja alle, ist ja nicht homogen, sondern es gibt die großen, ich sage mal so drei große Bereiche, da ist einmal das, was ich so auch wieder so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt die akademische Berufsausbildung nenne, wenn man mal sagt, gut, Professor, Professorin natürlich auch, wissenschaftliche Laufbahn, aber es gibt diese staatlich regulierten Studiengänge, wo der Staat quasi das Monopol der Ausbildung an die Unis gegeben hat. Und da kommt natürlich auch viel aus dem Berufsbild rein, bei Ärzten, Pharmazeuten, Lehrern. Es kommt natürlich durch die Forschung auch noch viel rein, aber das ist insofern ein bisschen eine andere Situation, weil diejenigen, die das studieren, haben ja schon berufliche Vorstellungen, Berufsbild. Dann gibt es so den zweiten Bereich, ich nenne da mal ganz gerne so Jura und BWL, da gibt es innerhalb der Studiengänge schon Schwerpunkte, die dann so zu Tätigkeitsfeldern führen. Da kann man sich auch schon orientieren und kann sich auch schon in eine gewisse Richtung bewegen, indem man im Studium Schwerpunkte setzt. Und dann gibt es aber den ganz großen Bereich vieler, vieler Studiengänge, da gibt es weder das Berufsbild noch klar definierte Berufsfelder, sondern es gibt einen Bereich vielfältiger potenzieller Tätigkeiten. Da kann man die Politikwissenschaft, die Soziologie, die Geografie, die Biologie nehmen. Also alles Felder, wo es keine feste Entsprechung gibt innerhalb des Studiums. Und da ist dann die Frage, wie ergibt sich denn die Entwicklung hin zu einem Berufsbild? Und das geht in dem Fall über einen individuellen Orientierungs-, Profilierungs- und Entscheidungsprozess. Und hier unten stand nämlich, bevor ich mich in der Terminologie umentschieden habe, nicht wissenschaftlich reflexionsorientiert, sondern Innovation. Und wenn man sich anguckt, sehr stark ausgeprägt eine Entwicklung sicherer Routine im berufsbildenden Bereich, sehr stark angestrebt die Fähigkeit zur Innovation im universitären Bereich, sind wir ganz schnell auch beim Bereich des Transfers, weil Innovation heißt ja letzten Endes,
Rückgriff auf die Definition Anwendung in zum Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht bekannten Anwendungskontexten. So, und das heißt, Transfer führt zu Innovation. Meiner Ansicht nach ein ganz wesentliches Merkmal auch der Qualifikation von Hochschulabsolvierenden oder von Hochschulabsolventen und Absolventinnen. Und dieser Transfer führt eben dazu, dass Studierende oder dann Absolventen darauf vorbereitet sind, bisher unbekannte Probleme zu bearbeiten, Antworten auf neue Fragen zu finden und Prozesse weiterentwickeln und zu verbessern. Und wenn man an dem Punkt ist mit den Studierenden, fällt es auch häufig leichter, bei den Studierenden eine Akzeptanz für die Theorie, und das ist auch schon gestern beim Vortrag der Kollegen, glaube ich, aus Wien angesprochen worden, also das Verständnis, warum ist Theorie wichtig, wird dann gestärkt, wenn man weiß, es ist gar nicht schlimm und es liegt in der Natur der Sache, dass ich jetzt noch nicht konkret weiß, wo ich es anwenden kann. Aber, und jetzt kommt es, ich sollte einüben, wie ich den Transfer hinkriege. So, und dann kommen Dinge, die sind ja wahrscheinlich nicht so, das ist quasi ein bisschen nochmal Wiederholung dessen, was auch schon in den letzten anderthalb Tagen gemacht wurde. Transferpotenzial, wie wird der Schatz gehoben? Transferfähigkeit entsteht meiner Ansicht nach und dem, was ich darüber weiß, nicht automatisch, sondern es braucht Anlässe, es braucht eine Einübung, es braucht auch diese Diskrepanzerlebnisse, nämlich zu sehen, ich habe da was an der Uni gelernt, das kann ich transferieren, aber in vielen Fällen nicht eins zu eins. Ich muss es irgendwie bearbeiten und verändern. Dazu braucht es eine Reflexion und wieder eine Rückbindung in die Lehre. Wie erfahre ich meine Lehre und das, was ich lerne, vor dem Hintergrund dessen, dass ich es schon mal eingeübt habe und kann bestimmte Dinge vielleicht dann auch schon vorausdenken, wie man möglicherweise da auch Adaptionen hinbekommt. Und das, was dann entsteht, nennen wir Transferroutine. Und das ist was, von dem wir ausgehen, dass wir das im Studium noch viel stärker einüben müssen. Ja, wie wird der Schatz gehoben? Und ich glaube, die Kollegin aus Bremen hatte das in einer Frage, glaube ich, gestern irgendwie in einem Vortrag gesagt, quasi werden denn vorher die Inhalte identifiziert, die hinterher auch im Transfer stattfinden sollen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das häufig nicht gemacht wird. Sowohl bei Case Studies als auch bei Praktika zum Beispiel steht das häufig relativ unverbunden nebeneinander. Es gibt da auch eine ganz gute Studie von Professor Schubert aus der Universität Potsdam, der das mal sehr systematisch aufgeschlüsselt hat, dass die Verbindung da fehlt. Und deshalb sagen wir, wir brauchen Transferinhalt, der vorab identifiziert werden muss. Das kann Modelle, Theorien, Inhalte, was auch immer sein, aber man sollte es vorher definieren. Dann brauchen wir einen Transferanlass, das heißt, wir brauchen eine Situation, wo auch genau dieser Inhalt nutzbar gemacht werden kann, dass das nicht dem Zufall überlassen wird. Und dann findet halt dieser Transferprozess statt, in dem die Studierenden die Studieninhalte auf diese exemplarischen Anwendungen übertragen können. Und da kommen wir, und deshalb hatte ich am Anfang schon gesagt, kommt da so dieses Praxiselement mit rein. Wir erleben ganz häufig, wenn diese Verknüpfung nicht gemacht wird und wenn den Leuten nicht deutlich gemacht wird, ist eine exemplarische Einübung und es geht viel stärker darum, diese Transferroutine zu entwickeln, als ein konkretes Tätigkeitsfeld zu erschließen. Wenn man das nicht macht, kommt es häufig zu eher negativen Effekten. Und das ist das, wo ich immer ein bisschen Probleme sehe. Bei vielen Umfragen, bei Studierenden wird ja häufig rückgemeldet, wir möchten mehr Praxiselemente im Studium. Und dann habe ich im Hinterkopf, dass offensichtlich viele Studierende, das ist jetzt mehr anekdotisch, aber basierend schon auf 20 Jahre mache ich das jetzt mit meinen Studierenden, also diese Rückmeldung gibt es eigentlich seit der ganzen Zeit, habe ich im Hinterkopf, dass sie eigentlich ein Berufsbild im Kopf haben, nämlich eigentlich ein Tätigkeitsfeld erwarten am Ende ihres Studiums. Einige sagen auch, die Leute, die diese Studiengänge entwickelt haben, die werden schon gewusst haben, auf was das zum Schluss hinausläuft. Und wenn ich das schön studiere, werde ich am Ende des Studiums schon sehen, welches Berufsbild entsteht. Und wenn man ihnen dann Praxisanlässe bietet, entsteht an den Punkten relativ häufig die Erwartung, okay, das ist jetzt also das, auf das es hinausläuft. Das ist also das, was ich demnächst mal machen soll. Dann wird Praxis sehr häufig sehr positiv empfunden, weil die Leute relativ abgekoppelt vom eigenen Studium in den Arbeitsalltag eingebunden werden. Die haben da auch Erfolgserlebnisse, die werden so als Kollegen und Kolleginnen anerkannt. Und dann kommen sie zurück ins Studium und sagen, das war eine richtig gute Erfahrung und jetzt muss ich wieder an die Uni. Und jetzt muss ich das Ganze hier noch zu Ende machen, weil ich brauche diesen Abschluss, damit ich später mal
da auch wirklich arbeiten kann. Das heißt, das kann zu Demotivation führen im Studium, in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe. Das Ganze reduziert sich auf die Einblicke in einzelne Tätigkeitsfelder. Es birgt diese Gefahr der Dichotomie von Studium versus Praxis. Und das fand ich gestern an irgendeiner Stelle, ist das mal angesprochen worden. Warum nimmt die Uni sich eigentlich immer so raus aus der Praxis? Ne? Warum sagt man nicht auch, das, was hier an der Uni gemacht wird, ist auch Praxis? Das fördert bei den Studierenden noch so dieses Bedürfnis, ich muss raus hier. Und das ist vollkommen kontraproduktiv und negiert letzten Endes das, was meiner Ansicht nach im Zentrum steht des Studiums, nämlich genau mit dem, was man dort lernt, Transfererfahrungen machen zu können, weil das meiner Ansicht nach und auch von dem, was man so aus Berufsanalysen weiß, warum stellen Arbeitgeber Akademiker ein, da ist es häufig dieser innovative Aspekt, der da im Vordergrund steht. Damit will ich nicht sagen, genau, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, man muss ja mal gucken, dass man alle auch mitnimmt. Damit will ich nicht sagen, dass es auch viele Praxiselemente gibt, die auch Transfer einüben. Die können ja nur anders genannt werden und dann sind sie aber trotzdem gut funktionierende Transferanlässe. Nur, wie gesagt, ich beobachte eben relativ häufig, dass es häufig eben nicht als Transferanlass ausgestaltet wird, sondern das Praktikum ist ein gutes Beispiel, sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, die allermeisten Praktika verlaufen vollkommen entkoppelt vom Studium und da einen Querbezug zum Studium herzustellen, fällt den Studierenden schwer und die anderen Seiten haben offensichtlich häufig auch gar nicht so ein großes Interesse daran. So, unser Vorschlag ist deshalb, statt Praxiselemente, einfach nur, um deutlich zu machen, da geht es um zwei unterschiedliche Konzepte sozusagen. Statt Praxiselemente nennen wir mittlerweile das, was wir mit Studierenden machen, Transferanlässe. Das heißt, es erkennt erstmal an, dass das Studium wissenschaftlich, theoretisch und exemplarisch ist. Dann gibt es Transferanlässe, so wie ich sie gerade geschildert habe, nämlich das beispielhafte Einüben der Anwendung wissenschaftlich-theoretischer Kompetenz auf exemplarische Aufgaben. Auch wieder sehr kompliziert ausgedrückt. Ne? Also die Studierenden gucken, was können sie mit ihren Grundlagen aus dem Studium in konkreten Situationen anfangen. Es bedeutet aber nicht primär die Einübung in eine konkrete Berufspraxis. Das kann es für den einen oder die andere auch mal sein, aber das ist nicht das primäre Ziel. Und dann sieht man da Berufsoptionen, die werden durch die Transferkompetenz erkennbar und die konkretisieren sich häufig erst als Ergebnis der Bewerbungsphase, als Ergebnis der Arbeitsmarktsituation, wenn die Leute fertig sind, als Ergebnis anderer Lebensentscheidungen, dass jemand meinetwegen sagt, ich möchte aus privaten Gründen im Raum Mannheim bleiben. Und da sind bestimmte Dinge halt gerade zur Verfügung, während man in Hamburg vielleicht was anderes hätte machen können. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, die Unsicherheitstoleranz ist eigentlich eine Anforderung an Studierende, eine gewisse Zeit im Studium auszuhalten, noch nicht zu wissen, wo es ganz konkret hingeht, aber zu wissen, ich weiß, wie ich mit meinen Kompetenzen oder ich weiß, wie ich mit dem, was ich mir im Studium angeeignet habe, durch diese Transferroutine in allen möglichen beruflichen Situationen gut bestehen kann. Dafür braucht es aber auch so ein paar konkrete Voraussetzungen, nämlich eben, wie ich es gesagt habe, die Studierenden müssen verstehen oder sollten verstehen, dass die Aufgaben aus der Praxis beispielhaften Charakter haben und der Einübung von Transferroutinen dienen. Ne? Viele Leute sagen ja oder viele Studierende kommen zurück und sagen, ach, das war Mist, das hat mir keinen Spaß gemacht, da will ich nicht arbeiten, abgehakt. Ohne zu gucken, wie viel Potenzial eigentlich da drin gesteckt hat, was da an Erfahrung gesammelt wurde. Externe Praxispartner sollten akzeptieren, dass nicht allein deren, zum Beispiel betriebliche Zielsetzung zählt, sondern Aufgaben so sind, dass die Studierenden ihre im Studium erworbenen Kompetenzen exemplarisch anwenden können. Und die Lehrenden sollten auch in ihren Lehrveranstaltungen berücksichtigen, dass es Wissen über Transferprozesse gibt und bestimmte Rahmenbedingungen, die positiver oder notwendigerweise gegeben sein sollten, damit bei Studierenden die erwünschte Transferkompetenz entstehen kann. Zu dem Thema könnte man jetzt natürlich noch mal ganz lang was sagen. Was müsste eigentlich Voraussetzung sein in der Lehre schon, damit Transfer gut funktioniert? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Modellen. Da geht es um die ähnlichen Elemente, dass derjenige, der transferiert, dann auf der Anwendungsseite wieder ähnliche Elemente erkennt, die beim Erwerb des Wissens eine Rolle gespielt hat. Das geht um ähnliche prozessuale
Abläufe in bestimmten Lösungsvorgängen. Also es gibt verschiedene Dinge. Aber was auf jeden Fall passieren sollte, ist nämlich die Verknüpfung von drei Aspekten. Und das kann man auch ganz gut schon mit einbeziehen, wenn man solche Transferveranstaltungen plant, dass eben das reine Faktenwissen, wo dann sonst die Gefahr des trägen Wissens entsteht, wenn man keine Nutzung für dieses Wissen hat, dass dieses reine deklarative Wissen verbunden wird mit dem Wissen, wie kann ich das eigentlich anwenden, wie kann ich das eigentlich adaptieren, wie kann ich das eigentlich übertragen und dann auch zu wissen, wann, in welchen Situationen wird denn was relevant. Und dazu kommen dann natürlich noch andere Fähigkeiten, die man braucht, die im Studium auch noch eine Rolle spielen. An welchem Punkt reicht das universitäre Wissen, die universitäre Kompetenz nicht mehr aus? Muss ich mir neues Wissen dazu schaffen, Wissensrecherche, Kontakteinübung zu Leuten, die einem da weiterhelfen können? So, und das ist jetzt im Prinzip eine Sache, die ist so ein bisschen angelehnt an verschiedene Modelle der langen Diskussion der Soft Skills und überfachlichen Kompetenzen, soll aber eigentlich nur zeigen, und jetzt wird es da, wo es gelb ist, ganz schwer zu lesen, dass wir an der Universität dass wir ganz gute Voraussetzungen eigentlich schon haben. In der Mitte steht die theoretisch-wissenschaftliche Fachkompetenz, dann die wissenschaftliche Methodik, die überfachlichen Kompetenzen, Orientierungskompetenz und Selbstreflexion und ganz außenrum die grundsätzliche intellektuelle Flexibilität. Und da sagen wir eben, das sind Dinge, die auch immer mit eingeübt werden sollten und auch quasi auf die immer wieder auch rekurriert werden sollte, weil die eine gute Voraussetzung sind, um diese Transferprozesse erfolgreich zu machen. Um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich Ihnen noch ein Beispiel geben. Bei uns an der Uni Münster läuft zurzeit ein gemeinsames Projekt der Unis Münster, Hannover und Düsseldorf mit dem Titel Potenziale studentischer Praktika besser nutzen. Wird durch die Stiftung Mercator in Essen gefördert. Und der Ausgangspunkt ist eben der, dass die Potenziale von Praktika im Studium nicht ausgeschöpft werden, was man aufgrund der vielen Analysen, die es da mittlerweile zu gibt, ganz gut weiß. Was haben wir an der Uni Münster dazu gemacht? Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Also wir arbeiten in Münster sehr stark mit den Lehrenden zusammen. Hannover arbeitet sehr stark mit dem Fokus auf die Studierenden und Düsseldorf sehr stark mit dem Fokus auf die Arbeitgeber. Wobei wir alle Hochschulen arbeiten mit allen drei Zielgruppen, aber wir quasi evaluieren jeweils zielgruppenspezifisch besonders intensiv. Wir haben in Münster 15 Studiengänge aus einem ganz breiten Spektrum ausgewählt und wollen Sie exemplarisch dabei begleiten, Praktika mit im integriertem Transferanteil zu entwickeln. Wir unterstützen zunächst mal die Lehrenden bei der Identifikation von Transferinhalten und gleichzeitig helfen wir jetzt in dem Projekt beim Finden von Praktikumsplätzen, die diesen Transferanlass explizit ermöglichen. Ja, das Ziel, ne, die Lehrenden sollen auch lernen, welches Element sich gerade gut für den Transfer eignet und sie können und sollten die Funktion von Praktika ihren Studierenden gegenüber besser beschreiben können. Ne, weil heute ist häufig, dass gesagt wird, ach, geht da mal raus und lernt mal die Praxis kennen. Uns wäre es sehr wichtig, dass auch Professorinnen, Lehrende den Studierenden eben verdeutlichen, da lernt ihr eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich zu transferieren, eine Transferroutine einzuüben und guckt nicht in allererster Linie nur darauf, ob euch dieses Arbeitsumfeld gefällt, sondern guckt mehr drauf, und das sollte auch angeleitet werden in der Reflexion, guckt mehr darauf, was ihr mit dem Wissen, was ihr mitbringt, mit der Kompetenz in dem Kontext machen könnt, und das ist ja vorbereitet durch die quasi Transferinhalte und die Absprachen mit den Arbeitgebern. Genau, hier ist nochmal so im Überblick, wie das bei uns abläuft, ist im Prinzip das, was ich gerade schon gesagt habe. Genau, und ich wollte da jetzt mal es laufen jetzt schon ein paar von diesen quasi transferorientierten Praktika. Und ich gebe jetzt mal eins, was wir sprechen einmal von weitem von weitem und nahem Transfer. Also ich habe jetzt mal extra eins rausgenommen, was wirklich ganz geisteswissenschaftlich und sehr theoretisch ist und sehr akademisch und wo der Transfer erstmal vielleicht gar nicht sich so ganz von vornherein erschließt. Also wir arbeiten zusammen mit einer Lehrenden aus dem Fachbereich Anglistik. Da läuft zurzeit ein Seminar zum Thema
Komödie, genau, Theorie der Komödie. Und innerhalb dieses Seminars werden auch Theorien des Humors behandelt. So. Dieses Projekt lief so, wie wir das häufig machen bei Projekten. Wir suchen immer freiwillige Partner, weil ich habe das gestern am Abendessen schon gesagt, auch aus Psychohygienegründen, weil es natürlich äußerst wenig lustvoll ist, den Leuten hinterher zu rennen mit irgendeiner Idee, die man hat, sondern wir stellen Ideen dar und dann melden sich bei uns in der Regel Leute. Und das haben auch viele getan, also wir sind da ganz, ganz zufrieden. Und die hat sich eben auch gemeldet, da aus der Anglistik. Und dann haben wir uns mit ihr zusammengesetzt und haben eben überlegt, was könnte denn, ne, genau, wir haben uns erst mit ihr zusammengesetzt, dass sie gesagt hat, wir machen Komödie. Und dann haben wir überlegt, was könnte denn Transferinhalt sein. Und dann sind wir auf die Theorie des Humors gekommen. Und was sich jetzt daraus für ein Praktikum ergibt, ist, dass jemand, der in diesem Seminar war, ein Studierender, der aber auch schon quasi weiß, das wird der Transferanlass sein, nämlich die Theorie der Komödie, der geht jetzt in einen multinationalen Konzern und jetzt muss ich in Klammern vielleicht sagen, wir sprechen mit den Praktikumsgebern ab, dass 20% oder 25% also des Praktikums sich dieser Aufgabe widmen. Der Rest der Zeit wird normales Praktikum sein, irgendwie auch entkoppelt möglicherweise, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall, wir haben als Praktikumspartner ein internationales, multinationales Unternehmen gewinnen können und die sind jetzt bereit, diese Person einen Tag in der Woche dieses Praktikums in Besprechungen, Konferenzen, solchen Geschichten dabei sein zu lassen. Und dieser Student wird dann gucken, inwiefern beeinflusst Humor in Besprechungen, Kommunikationsprozesse, inwieweit fördert es das, inwieweit teilweise führt es aber auch zu Missverständnissen. Und die Frage ist, kann man die Theorien des Humors auf ganz reale kommunikative Prozesse in einem Unternehmen übertragen und kann man da möglicherweise sogar auch Erkenntnisse draus ziehen, um Kommunikation zu verbessern oder auch um Kommunikationshindernisse zu identifizieren. Ja, das ist ein Beispiel und das habe ich jetzt extra mal genommen, weil man da wirklich einen großen, weiten Schritt tun kann. Aber interessanterweise waren sowohl die Lehrende als auch der Studierende als auch das Unternehmen gar nicht schwer zu überzeugen. Die fanden das irgendwie sehr interessant. Und wie gesagt, für uns ist es ja auch ein Projekt. Ja, daraus soll zum Schluss mal ein Modell entstehen. Wir werden nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres läuft das aus, werden wir eine Konferenz machen. Geht dann sicher auch in alle möglichen Verteiler, wenn da jemand Lust hat, dabei zu sein. Sehr gerne. So, jetzt fehlt mir hier, glaube ich, ein Ausdruck. Genau, den habe ich hier nicht, aber ach doch, da. Genau, also Transferroutine, was wären die Effekte? Nämlich das Potenzial des wissenschaftlichen Studiums wird erschlossen in dieser Vielfalt, ne? Eben nicht nur bezogen auf die enge Vorstellung, ich muss wissen, wo es darauf hinausläuft. Der Praxisschock kann vermindert werden, weil wir wissen, der Praxisschock zeichnet sich eben häufig dadurch aus, dass die Leute eben nicht das fertige Problemlösungsstrategien einfach nur anwenden müssen, sondern viele Leute, gerade eben Akademiker, sitzen häufig beim ersten Job da und kriegen irgendwie eine Aufgabenstellung. Habe ich ja noch nie gemacht. Wie geht denn das? Und das ist häufig so dieses, das haben wir doch noch nicht durchgenommen. Und das ist häufig das, wo sich gerade Berufseinsteiger am Anfang häufig überfordert fühlen, sagen, da wird was von mir verlangt, was ich ja so noch gar nicht gemacht habe. Und genau diesen Prozess erlernen die Studierenden und sie wissen auch, dass das auf sie zukommt. Und insofern sind wir überzeugt, dass es den Praxisschock vermindern kann. Es findet eine Vorbereitung auf die wahrscheinlichen beruflichen Herausforderungen statt, nämlich eben genau das. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hingehen werde. Ich weiß noch nicht genau, welche exakten Aufgaben ich kriegen werde. Aber ich weiß, wie ich mit fremden neuen Herausforderungen umgehen kann. Und es entstehen Sicherheit, Wissen und Erfahrung für die Bewältigung neuer Aufgaben. Und das führt jetzt zurück, wer sich noch daran erinnert, Titel des Vortrags war ja keine Angst vorm Unbekannten. Und das ist im Prinzip eine Aussage an die Studierenden. Habt keine Angst davor, dass ihr mit Herausforderungen konfrontiert werdet, die euch unbekannt sind. Ihr habt erlernt, wie ihr damit umgehen könnt in diesem Prozess des Transfers. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben jetzt auch noch reichlich Zeit für Fragen. Auch von mir aus vielen Dank für Ihren Vortrag und ich habe die Frage, Sie haben jetzt relativ ausführlich darüber gesprochen, dass es den Studierenden irgendwie Angst vor Unbekannten nimmt und dass sie mit Situationen konfrontiert werden, noch nicht der Ernstfall, aber und andererseits hatten Sie ja gesagt, dass die Uni eben im Gegenteil zur Berufsbildung innovativ ist
Und können Sie denn auch beobachten, dass die Studierenden Innovationen bringen in die Unternehmen oder zu den Kooperationspartnern? Wird das angenommen? Doch, funktioniert, ne? Ja, sagen wir mal so, ja, Sie können das. Das ist, also auch dieser Prozess wird sinnvollerweise moderiert. Sie können das. Es gibt manchmal, es gibt so zwei Hürden, würde ich sagen. Einmal die Erwartung der, gerade jetzt in diesen Transferprojekten, die Erwartung der Arbeitgeber, dass die das dann schon umsetzen, als hätten sie schon jahrelang Routine da drin. Das haben sie natürlich noch nicht. Das ist aber das kleinere Problem. Das größere ist, aber ich glaube, das wird man bei innovativen Prozessen immer haben, dass Unternehmen manchmal gar nicht so schnell reagieren können, Ideen aufzugreifen. Wir hatten jetzt gerade ein großes Projekt mit der Stadt Münster, aber das war ja für die Studierenden auch ganz interessant. Da ging es um die Frage, wie kommuniziert die Stadt mit ihren jungen Bürgern, weil sie da wohl ein Defizit erkannt haben. Und dann haben unsere Studierenden aus einem ganz interdisziplinären Spektrum quasi ein Konzeptpapier entwickelt mit innovativen, neuen, also mit neuen Ideen. Und dann kam aber das war ja für die Studierenden auch ganz interessant zu sagen, da gibt es politische Hürden. Wir dürfen das und das nicht machen, weil das macht, was weiß ich, der Regierungspräsident oder so. Das heißt, die Studierenden lernen dann auch quasi, wie schwer es teilweise ist, Innovationen umzusetzen. Aber das Erlebnis, innovative Ideen generiert zu haben, ich meine, jetzt könnte man gucken, man müsste vielleicht auch Frustrationstoleranz mit trainieren. Ich meine, das kennen wir ja selber ja auch alle, ne? Nicht jede gute innovative Idee geht so durch wie durch Butter. Das ist durch Ihre Frage jetzt angerichtet, wo ich denke, könnte man vielleicht auch noch mal Anhängsel dran machen, dass man nochmal bearbeitet, wie geht man eigentlich damit um, wenn man gute Ideen hatte, die nicht sofort umgesetzt werden. Aber innovative Ideen entstehen auf jeden Fall. Und das ist jetzt ein anderes Projekt noch, aber wenn Sie gleich oder heute Nachmittag da nochmal in dem Posterwalk sind, dieses Ideenmining arbeitet ja auch an der Universität Münster auch ganz stark genau damit. Wenn Sie da nochmal Interesse haben, dann können Sie bei den Kollegen nochmal ein bisschen nachhören. Ja, von mir herzlichen Dank. Mir hat besonders eingeleuchtet der Teil, dass man das Transferieren selbst zu einem Inhalt machen sollte. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen, und zwar hatten Sie angesprochen, dass ein ungeschickter Effekt von Transferveranstaltungen sein kann, wenn dabei so eine Trennung zwischen Studium und Praxis und dass das positive Erleben, was denke ich, viele von uns berichten können, von Studierenden auch darauf zurückzuführen ist, da hat man jetzt endlich mal was Handfestes. Jetzt ist es in den Geisteswissenschaften ja nochmal so, dass dort die Verunsicherung direkt im Studium stattfindet. Also es ist ja gar nicht so, als wenn sozusagen das Studium zunächst mal darin dient, Wissen zu etablieren, sondern eigentlich erstmal festgefügte Überzeugungen zu hinterfragen. Und es ist, also ein Klassiker ist, wer Medienwissenschaft anfängt zu studieren, hat vor dem Studium eigentlich einen ganz klaren Medienbegriff. Wer das am Ende des Studiums noch hat, der hat eigentlich nicht richtig aufgepasst. Und jetzt muss man sozusagen, das würden ja Transferprojekte noch so eine Chance, sozusagen, wenn man sie gut in einer Weise, wie Sie es jetzt auch ein bisschen vorgestellt haben, in die Struktur des Studiums integrierte, dass man sagt, da verdichtet sich das. Da kann punktuell plötzlich, kann man erleben, wie Studieninhalte selbst plötzlich Sinn machen. Was aber dann voraussetzen würde, dass aus dem Studium, also dass man nicht nur sozusagen aus dem Studium was mitnimmt ins Projekt, sondern nachher die Ergebnisse wieder ins Studium. Genau. Da würde ich gerne auch nochmal fragen, wie ist das bei Ihnen da? Wie stellen Sie das auf? Diese? Ich bin ja hier, soweit ich weiß, in dem Slot Vision. Tatsächlich haben wir haben da noch keine Erfahrung mit. Dieses Projekt, wie gesagt, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, das läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Und wir haben 15 Projekte mit 15 Lehrenden, die wir jetzt quasi im nächsten Semester, größtenteils zumindest im nächsten Semester, durchlaufen lassen. Und dann war ja bei der einen Übersicht, hatte ich es ja auch gesagt, die Rückbindung ins Studium. Also wie hat sich mein Wissen verändert, was habe ich für Erfahrungen, welche Fragestellungen bringe ich vielleicht auch aus dem, was ich gemacht habe, wieder zurück ins Studium, wird dann eine Rolle spielen, quasi auch in der Reflexion. Da kann ich
also da können wir Ihnen nächstes Jahr bei der Konferenz sicher mehr zu sagen, sind wir aber auch sehr, selbst sehr gespannt, haben wir aber noch keine Erfahrungen tatsächlich. Nur wir wissen, dass es in der, also wir wissen, dass es bislang so noch nicht gemacht wurde. Es gibt diese unsäglichen Praktikumsberichte, die kein Mensch lesen will und wo es auch so eine Reflexion, was bedeutet das denn für mein weiteres akademisches Fortkommen oder Qualifikation, überhaupt nicht thematisiert wird. Also wir wissen, dass es bislang nicht gemacht wurde, wir haben noch nicht viel und noch keine Erfahrung, was dann passiert. Mal selber gespannt. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die vielen, wirklich aus, ich komme aus der Lehrerbildung und wir haben halt ganz viel in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Köln, mit Praxisphasen zu tun und wir sprechen viel von der Dignität dieser Praxisphase, weil es genau diesen Erschlageffekt gibt durch die Praxis, haben wir im Lehramt also ständig mit zu tun. Insofern ganz viele interessante Ideen für uns, auch nochmal anders auf dieses von uns als immer titulierte Theorie-Praxis-Verzahnung und wie kriegen wir den reflektierten Praktiker hin. Also sehr interessante Hinweise. Ich gehe noch einmal zurück auf Ihre Folie, die Sie am Anfang hatten mit der Berufsausbildung und der Universität. Und soll ich sie nochmal holen? Das Lehramt, genau, und die Juristen und Mediziner, die waren da so ein Sonderfall. Also ich finde, das ist relativ viel Sonderfall, wenn man die ganzen Berufe zusammenzählt. Und so ein bisschen hadere ich mit der Darstellung, die Sie für diesen Sonderfall haben. Da hadern alle mit, wie ich schon gesagt habe. Ja, aber ich hadere ja jetzt mit dem, was auch gar keine Farbe hat bei Ihnen. Also da okay. Das ist ganz langweilig. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es auch so, wenn wir an die großen gesellschaftlichen Umbrüche zurzeit denken, dass wir schlauer sind, A, auch wissenschaftlich reflexionsorientiert, auch Menschen auszubilden, die erstmal glauben, sie haben ein klares Berufsbild vor sich, weil ich glaube, dass die Berufsbilder im Lehramt ganz sicher sich brutal verändern werden. Also das Lehrerbild, was wir heute haben, wird in 10, 20 Jahren vom Kopf auf die Füße gestellt sein oder umgekehrt, wie man es auch immer sieht, und wahrscheinlich für die anderen Berufe auch. Also insofern ist die Frage, ist das klug sozusagen, das so zu sehen als Sonderfall, oder ist es nicht eigentlich, fürs Lehramt würde ich mir eigentlich wirklich wünschen, dass es in das hellblaue, freundliche hellblaue rüberwandert, weil auch unsere Lehramtsstudierenden eigentlich auf vielfältige potenzielle Tätigkeiten vorbereitet werden sollen. Wir haben A, den Schweinezyklus, das heißt, man weiß nie, ob man überhaupt nachher einen Platz kriegt an der Schule, aber auch, weil es vielleicht richtig ist, auch im Lehramt für potenzielle vielfältige Tätigkeiten auszubilden von diesem Hintergrund und nicht berufspraktisch anwenden zu können. Stimme ich Ihnen zu? Also ich vielleicht wird da diese Präsentation sogar rumgeschickt. Ich gebe offiziell dieses Schaubild frei zur Weiterbearbeitung. Weil es ist einfach nur ein Versuch, einfach mal Dinge ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich stimme Ihnen in all dem zu, was Sie sagen. Teilweise kann sogar diese Vorstellung der Lehramtsstudierenden, ein festes Berufsbild zu haben, dazu führen, dass sie keine Reflexion mehr machen. Ist teilweise institutionell sogar ja schon verankert. Also dass zum Beispiel bestimmte, die Veranstaltungen, die wir machen zur Reflexion, finden bei uns in so einem Bereich statt, der heißt allgemeine Studien. Zudem haben die Lehramtsstudierenden keinen Zugang. Ne? Also die kommen dann privat, weil sie einen Bedarf haben, die das spüren. Aber da stimme ich Ihnen total zu, dass das auf jeden Fall ganz wesentlich ist, dass... Es gibt zwei Unterschiede, die mich eigentlich dazu gebracht haben. Einmal sind die rechtlichen Grundlagen, wie Studiengänge entstehen, andere. Ne, die Ländergesetze zur Lehramtsausbildung und so geben bestimmte Dinge vor. Und wenn ein Lehramtsstudierender oder eine Lehramtsstudierende, sage ich jetzt mal, ein Praktikum in der Schule macht und damit verknüpft, das wird mal ein zukünftiges Tätigkeitsfeld sein, hat die Person in der Regel ja auch recht. Und das ist der einzige Unterschied, den ich machen will. Die in diesen anderen Bereichen sind, das ist der Ausnahmefall, dass sie exakt in dem Berufsbild, wo sie mal eine Case Study gemacht haben oder selbst wo sie ein Praktikum gemacht haben, dass sie da eine Stelle bekommen. Von daher finde ich es bei denen vielleicht noch ein bisschen wesentlicher, diese Offenheit zu haben, aber ich sehe das absolut genauso, weil ich finde auch, Lehramtsstudierende sollten sich eigentlich während des Studiums nochmal dafür entscheiden, Lehrer und Lehrerin zu werden oder eben nicht. Ne? Also... Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Meine Frage versucht, bis zu einem gewissen Grad noch einen Schritt weiter zu gehen, weil, wie ich das verstanden habe, sind ja viele der Projekte bis jetzt in erster Linie angedacht. Und meine Frage wäre, gibt es schon Ideen, wie man eigentlich mit dem Produkt
von diesen Transfergelegenheiten umgehen könnte. Was ich damit meine ist, das ist jetzt noch in einem Kontext des Studiums, wenn das jetzt in der Wissenschaft, also wenn das schon Forscherinnen und Forscher wären, würden sie irgendwann versuchen, zum Beispiel einen Aufsatz zu veröffentlichen oder in irgendeiner Form ihre Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das wäre aus meiner Sicht auch eines der Spezifika von, wenn man so will, Transfer aus der Universität im Gegensatz zum Beispiel zu einer privatwirtschaftlichen Unternehmensberatung oder sowas. Und meine Frage wäre dementsprechend, haben Sie schon Erfahrungen gesammelt oder Überlegungen angestellt, inwiefern man sowas einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen kann und inwiefern der Forschungsprozess, wenn man so will, transparent sein kann? Kann der Studierende, von dem Sie gesprochen haben, die Mitschriften, seine Feldprotokolle zum Beispiel aus diesen Gremien, dieses transnationalen Konzerns, mit abgeben, könnte es ein breiteres Publikum lesen, solche Dinge. Gut, das ist, also wir haben tatsächlich eine fachliche Begleitung aus dem Studiengang Psychologie. Da nehme ich das als Anregung auch nochmal auf. Da wird es dann natürlich auch Fragestellungen geben der Vertraulichkeit von Dokumenten aus dem Unternehmen. Das könnte man im Einzelfall jetzt in diesem Projekt allerdings besprechen. Ne? Das ist ja, im Moment machen wir das ja alles. Wir suchen die Transferanlässe, wir suchen die Inhalte mit den Lehrenden, wir suchen die Unternehmen, bei denen das dann auch funktioniert. Das ist natürlich geplant, dass im Laufe des nächsten Jahres das Ganze dokumentiert werden soll, der breiten Öffentlichkeit, es soll auch veröffentlicht werden. Es soll, wie gesagt, diese Konferenz geben. Jeder, der Interesse hat, kann jetzt schon bei uns auf die Internetseite gehen. Es gibt schon so einen Aktivitätenstrahl, wo man sehen kann, wo sind die jetzt gerade. Ist ein bisschen mehr als angedacht, weil die Konzepte für diese 15 Projekte stehen schon. Die Praxispartner größtenteils sind auch schon identifiziert. Genau, insofern, das war so der erste Teil Ihrer Frage. Das, ja, auf jeden Fall. Und die Anregung, inwiefern man mit Materialien da auch noch weiter forschend wissenschaftlich arbeiten könnte, um da auch Erkenntnisprozesse nachvollziehen zu können, nehme ich auch noch mal mit. Und da, der erste Teil Ihrer Frage, da ging es ja so darum, oder vielleicht habe ich Sie da auch falsch verstanden, ging es Ihnen jetzt mehr um das Produkt dieses Projektes oder geht es Ihnen mehr auch um die Transferprodukte jedes einzelnen Praktikum, sage ich jetzt. Also ich würde mal sagen, das kann man weiterdenken, wie man will, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben. Ich habe in einem Seminar über Diplomatie beispielsweise, das ich an der Uni Hamburg gehalten habe, Personal von Konsulaten in Hamburg interviewt. Und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie unglaublich gut die studentischen Projekte waren. Und man hätte eigentlich einen super Aufsatz sozusagen schreiben können über sozusagen das Konsulat heute, wenn man so will, die Rolle, die ein Konsulat heute noch spielt, obwohl ja durch diverse digitale Austauschprozesse Länder auch noch auf ganz anderen Ebenen miteinander kommunizieren können. Ich hatte aber keinen guten Plan, zum Beispiel was das Endprodukt hätte sein können und ob das ein wissenschaftlicher Aufsatz hätte werden sollen. Abgesehen davon, dass die Leute in den Interviews ja gedacht haben, das ist nur für eine Hausarbeit bzw. für ein studentisches Projekt. Das heißt, wir hätten auch nochmal total alle wieder kontaktieren müssen und sagen, sie haben ja dazu gestimmt, dass sie interviewt werden und das im Rahmen des Seminars verwendet werden darf, aber jetzt wollen wir einen Aufsatz drauf machen, solche Dinge. Das heißt, mein Kommentar ist sozusagen offen nach oben, wenn man so eine Einladung ist, weiterzugehen. Absolut, das hat sicher eine ganze Menge an Potenzial. Wir wollen es jetzt aber in der Phase auch nicht überfrachten, weil also unser Erkenntnisinteresse ist jetzt, deshalb würde ich sagen, das Produkt, was entstehen würde, soll Transferroutine sein. Und das ist auch das, was wir psychologisch begleitet überprüfen wollen. Hat das tatsächlich stattgefunden bei den Studierenden, die diese Erfahrung gemacht haben? Dass das dann darüber hinaus noch sehr viel weitergehen kann, das nehme ich auch als Anregung mit. Das werden wir jetzt aber im Rahmen dieses Projektes nicht schaffen. Jetzt alleine bei den 15 Projekten, da könnte man vielleicht noch über Überprüfungsformen nachdenken, dass man vielleicht auf studentischer Ebene eine Reflexion über sowas, was Sie als Thema gerade genannt haben, anfertigt. Wir werden aber nicht in der Lage sein, jetzt selber diese 15 Projekte noch wissenschaftlich zu evaluieren in Bezug auf quasi die Zielorganisation. Aber könnte man natürlich, das sind alles Potenziale, die dann natürlich da drin stecken. Uns geht es im Moment tatsächlich um dieses Einüben dieser Transferroutine und das wollen wir nachvollziehen, ob das funktioniert. Und wir wollen überhaupt nachvollziehen, funktioniert dieses Dreieck zwischen Lehrenden, Arbeitgeber und Studierenden, weil das soll zum Schluss unser Modell sein, was wir auch aufbauen wollen, wo wir beschreiben wollen, welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, wie geht man da am besten prozessual ran, damit auch an anderen Standorten, Orten, zum Beispiel Praktika, stärker diesen Transferbezug haben. Ja. Aber ja klar, aber das ist ja wie gesagt ein Prozess. Ne?
Ja, hi. Ich bin auch in der Lehrerausbildung tätig an der Uni Bremen und biete das Seminar zum Praxissemester an und begleite die angehenden Lehrkräfte diesbezüglich. Und unter dem großen Label Reflective Practitioner sind die Lehramtsstudierenden immer wieder aufgefordert zu reflektieren, was sie nicht gerne tun, was ihnen auch schwer gelingt. Mhm. Wir verstehen eigentlich ein, also Transfer-Innovation war ja so dein Schlagwort vorhin. Und ich glaube, das hängt auch ganz stark mit der Reflexionskompetenz der Studierenden zusammen, wenn sie abgekoppelt aus der konkreten Handlungssituation dann darüber reflektieren. Und diesbezüglich haben wir für uns entschieden, dass es um mehr geht als Theorie-Praxis-Verknüpfung. Denn Reflexion bedeutet für uns auch, zum einen natürlich zu erkennen, welche theoretischen Inhalte finde ich hier wieder, aber auch zu erkennen, welche alternativen Handlungsweisen wären denkbar gewesen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und auch hier zu schauen, und inwiefern führen diese alternativen Handlungsweisen aus der Perspektive der involvierten Akteure dann zu anderen Verhaltensweisen dieser wiederum. Mhm. Und dann daraus abzuleiten, welche Entwicklungspotenziale sehe ich dann in meinem eigenen Professionalisierungsprozess. Also wir haben quasi Reflexionskompetenz aufgedröselt in so vier Säulen, ein Modell entwickelt, um es besser adressierbar zu machen für die Studierenden, weil ganz im Ernst, die Studenten haben immer gehört, bitte reflektieren Sie, da hätten Sie schon so machen können. Haben es auch nicht gekonnt, man muss auch dazu sagen, sie überschätzen sich definitiv. Wir haben ein Instrument entwickelt, um die Reflexionskompetenz zu erfassen. Wir haben die Performance gemessen und es gibt einen großen Gap. Da gibt es fast gar keine signifikanten Korrelationen. Sie überschätzen sich. Das Problem ist, wenn ich von mir selber denke, ich bin reflektiert. Ja? Und das machen die Studierenden zum Beispiel in der Art, dass sie sagen, also ich glaube, ich habe mein Praktikum gut gemacht, denn am letzten Tag, als ich aus der Schule gegangen bin, haben die Kinder geweint. Ja, ja. Also war ich super. Ja. Und dann blenden sie aber auch so gewisse Dinge aus. Also sie gucken nicht über den Tellerrand. Man könnte auch nachdenken, fehlt den Kindern etwas an dieser Schule? Warum weinen sie? Oder was ist mit dem Konzept dieser Schule? Wie wird mit neuen Lehrkräften, Praktikanten umgegangen? Wie werden diese eingeführt und verabschiedet? Also ein bisschen über den eigenen Tellerrand mal auch mal hinausschauen. Das gelingt ihnen ganz schwer. Und wenn ich mich aber überschätze, dann sehe ich auch keine Entwicklungsaufgabe. Aber da wäre ja zum Beispiel, und von daher nehme ich jetzt auch diese Anregung, die Lehrämtler da noch auch mit in den Blick zu nehmen, da wäre natürlich auch an dem Punkt sowas möglich zu sagen, ihr kriegt so eine Transferaufgabe. Was weiß ich, im Seminar wird über schulische Strukturen nachgedacht und Wissen vermittelt und theoretische Grundlagen vermittelt. Zu sagen, guck dir das doch mal an deiner Schule an. Wie läuft das denn da? Und natürlich, das ist ganz klar, diese Reflexion muss angeleitet sein. Ne? Das ist gar keine Frage. Und auch das, was du gerade angesprochen hattest, der Vergleich mit sogenannten Alltagstheorien, die Leute aus ihrem eigenen Tun heraus entwickelt und für sich als funktional wahrgenommen haben, ist ja auch ein ganz spannendes Gebiet. Das ist ja häufig, wo Praxis und Theorie aufeinanderprallen, wo die Praktiker sagen, aber ich kann es doch auch. Und dann mal zu gucken, wie macht die Person das denn? Und wie steht das denn wieder in Relation zu dem, was ich vermittelt bekommen habe? Aber das braucht Anleitung, ganz klar. Aber das könnte man natürlich auch im Lehramtsbereich ganz schön, was dann dazu führt im Lehramtsbereich, aber auch ganz grundsätzlich, das ist ja das, was ich so, ich meine, da machen wir jetzt mache ich jetzt so einen ganz großen Bogen auf irgendwie, die gesellschaftliche Akzeptanz von Wissen, ne, die ja im Moment auch so relativ häufig mal erodiert, die dann aber teilweise in der Praxis genau auch dann passiert, wenn das Wissen, das universitäre akademische Wissen abgewertet wird zugunsten von Alltagstheorien und zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen dazu führt, aber auch viele andere auch, darauf überhaupt nicht mehr zurückzugreifen. Ne? Nur quasi aus der angewandten Praxis noch zu handeln. Und ich kriege das mit, also wir haben ja auch viel Kontakt mit Firmen, ne? Da sitzen Leute, die haben studiert und sagen einem dann auf der anderen Seite des Telefons, ach das, was ich sag's mal jetzt ganz übertrieben, das, was ihr da in der Uni macht, ist doch alles weltfremder Scheiß. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Die Leute sitzen da mit ihrer Qualifikation, die sie an der Universität erworben haben, sonst säßen sie da nicht. Und werten aber ihre eigene Kompetenz dermaßen stark ab. Ich meine, da könnte ich ganz viele Anekdoten jetzt auch erzählen, was sich noch auf besonders viele Fächer auch bezieht. Also gerade fachfremde Leute, die dann in eine andere Domäne gehen, Geisteswissenschaftler, die im betriebswirtschaftlichen Kontext
sind, versuchen, solange es nur geht, ganz häufig jedenfalls, ihren geisteswissenschaftlichen Kontext zu verleugnen. Das sind dann immer die überzeugtesten BWLer und BWLerinnen unter allen. Wobei ich denke, meine Güte, da macht die Uni auch was falsch. Da vermittelt die Uni viel zu wenig ein Verständnis dafür, was geben wir euch da eigentlich mit? Und ja, das ist jetzt der große Bogen. Oh. Wir haben noch zwei letzte Meldungen. Ich sehe gerade eine dritte, eine vierte, die würde ich eventuell auf die Mittagspause verlegen wollen. Meine ist schon mal. Okay. Henry Dinners, FOM-Hochschule, vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte eigentlich weniger eine Frage, sondern nochmal einen Impuls geben, dass ich glaube, dass genau, was hier die ganze Zeit diskutiert wird, unglaublich wichtig ist, nämlich diese Brücke zwischen Berufsbild, ich nenne es mal Berufswelt, Arbeitswelt und eben der wissenschaftlichen Lehre. Und da, das hatten Sie eben da auf die Nachfrage gesagt, ich glaube, die Prüfungsformen sind ein Vehikel, wo man einfach sehr, sehr viel rausziehen kann. Und da vielleicht einfach als Impuls, wir haben es so, dass curricular verankert, so ein Theorie-Praxistransfer geleistet werden muss, zweimal im Jahr von jedem Studierenden, wo bewusst gesagt werden muss, was bringt mir diese Theorie aus den Modulen in der Arbeitswelt und auch andersrum. Das ist diese Transferdidaktik, die Sie eben angesprochen haben. Genau, und da ist es aber so, es hört nicht damit auf, dass die Studierenden dadurch sozusagen lernen, Transferkompetenz einzusetzen, sondern das wird auch wieder für die Curriculumentwicklung genommen. Nämlich wenn da 10, 20 Mal gesagt wird, in dem Modul, Beispiel die SWOT-Analyse, bringt mir gar nichts in meiner Arbeitswelt, dann wird da auch sozusagen zukünftig bei der Überarbeitung der Studiengänge SWOT-Analyse rausgestrichen. Und ich glaube, dass das ein Vehikel ist, genau dem entgegenzuwirken, nämlich dass die sagen, ja, wir haben alles gelernt, aber es bringt mir hier auf der Arbeit nichts. Ja, hallo, vielen Dank auch nochmal für den Impuls. Ich möchte gerade auf dieses Bild nochmal kurz eingehen. Das ist super, ne? Da habe ich schon viel Ärger mitgekriegt. Ja, Blick auf Berufsbild und Universitätsstudium hat mich nochmal so zum Nachdenken gebracht und diesen Gedanken Open Mind so in den Kopf fliegen lassen, weil ich denke, es könnte doch vielleicht auch ein Ziel sein, so ein Open Mind als Akademiker nachher zu sein. Und wie kann man das befördern? Weil mir nämlich manchmal auch jetzt so bei dieser Diskussion auffällt, dass vielleicht vieles mit diesem Titel Angst ja auch zu tun hat. Und wenn ich irgendwie mal eine Wissenschaft habe, wenn ich mal eine Theorie habe, habe ich ja auch so eine vermeintliche Sicherheit. Oder wenn ich jetzt eben irgendwie weiß, wie man mit der Praxis umgeht, habe ich auch eine Art von Sicherheit. Und ich glaube, wir brauchen da so Akademiker, die bereit sind, in so offenere Situationen hineinzugehen und eine Sicherheit darin zu haben, mit Unsicherheit umzugehen. Genau. Und eben kritisch reflektierend zu sein. Ja, das hat ganz viel auch mit diesem Thema weiterhin mit Unsicherheiten umgehen zu können zu tun. Ja. Ja, und die Frage ist sozusagen, wie befördern wir das? Wenn nachher in der Praxis lauter Leute da sind, die sagen, ich kann mit der Theorie nichts mehr anfangen, dann haben die das irgendwie nicht gelernt oder nicht gekonnt. Ich glaube, wir befördern es durch die Kopplung, Dinge als nicht fertig, sondern prozessual zu beschreiben und trotzdem gestern wurde ja die Selbstwirksamkeitserwartung angesprochen, trotzdem bei den Studierenden das Gefühl erzeugen zu lassen, ich komme damit klar. So, also ich glaube, dass ich hoffe zumindest, dass dieses Potenzial da drin auch steckt. Ich komme auch aus dem Lehramt aus Köln und wir sind verantwortlich für die Praxisphasen. Insofern war das gerade sehr spannend. Ich merke, dass ich alles gerade nochmal neu denken möchte am liebsten. Das haben Sie angeregt, das ist ja ganz schön. Was ich auch neu denken würde, ist im Grunde die Nachbereitung von Praxis. Ich schaue mal so drauf, wir bereiten sehr intensiv vor, wir versuchen auch gut zu begleiten und ich frage mich aber, ob die Nachbereitung ausreicht, um diesen Transfer dann auch zu ermöglichen. Also wir treffen uns noch einmal und jeder sagt, wie es war, wird es nicht sein. Haben Sie da auch diese Erfahrung gemacht? Absolut, also ich würde sogar fast sagen, die Nachbereitung ist noch wichtiger als die Vorbereitung. Weil man genau diese Punkte, ne, das, was ich angesprochen habe, die Diskrepanzerlebnisse, die Alltagstheorien, Dinge, die gelungen, die nicht gelungen sind, auch gerade negative Dinge produktiv nutzen zu können für sich, die Rückbindung ins Studium, das sind alles Aspekte, die werden, das ist ja auch das häufig die Kritik an diesen Praxis, ich sage selber Praxisanteile, ne, an diesen Transferanlässen, dass genau das vernachlässigt wird. Jetzt muss man aber auch sagen, und da kommt man natürlich an ganz heiklen Punkt, sage ich jetzt mal, also vielleicht denken wir uns den auch häufiger zu sehr, die Gewichtung
dieser Erfahrungen im universitären Kontext? Ich sage es mal so, diese Praxis, diese gerade Praktikumsgeschichten werden ja häufig auch abgeschoben auf studentische Hilfskräfte, die dann irgendwelche Praktikumsreflexionen einsammeln, die wahrscheinlich sogar noch lesen und der Professorin, dem Professor sagen, ach, gib dir mal eine 2. So, ne? Das zeigt natürlich auch einen Mangel an Gewichtung an dem Punkt. Wobei, deshalb schränke ich so ein bisschen ein, wir erleben es tatsächlich jetzt in dem Projekt anders. Natürlich haben sich viele Leute nicht gemeldet bei so einer Riesenuni, aber alle quasi mit denen wir jetzt, also es haben sich viele gemeldet und alle, mit denen wir gesprochen haben, sind mit eingestiegen. Und insofern, weiß ich nicht, vielleicht muss man auch gucken, dass wir selber nicht schon voraus allen denken, ach, die haben ja sowieso kein Interesse, vielleicht muss man es häufiger mal probieren.